freue mich jetzt, dass wir in den Nachmittag starten mit einem Punkt, den wir uns schon länger vorgenommen hatten und auf den ich mich deshalb auch freue, weil er über den Vortrag hinaus auch ein Stück Symbolcharakter hat. Ich will ausdrücklich dazu sagen, dass unsere Kommunikation auch in der jüngeren Vergangenheit mit Herbert Fandl sehr gut war. Und deshalb will ich ihm zunächst mal Danke sagen, dass auch dann, wenn es manchmal ein bisschen schwierig wird und wenn es medial eben auch mit großen Überschriften begleitet wird, unsere Kommunikation nicht abgerissen ist. Und ich will ihm auch Danke dafür sagen, dass er an einer solchen Stelle sagt, man muss das Gespräch und man will das Gespräch mit den Trainern suchen. Und deshalb erstmal herzlich willkommen, Herbert Fandl. Und wer sich an das Frühjahr erinnert, als dann einzelne Situationen oder auch einzelne Vorgänge zu kommentieren waren und wir immer wieder gesagt haben, das kann man nur über das Gespräch lösen und auf beiden Seiten muss Bewegung hineinkommen. Zu dem Zeitpunkt haben wir uns entschieden und haben gesagt, es wäre gut, wenn wir das beim Trainerkongress auch aufschließen können, dieses Thema. Deshalb, das Pult gehört dir und herzlichen Dank, dass du da bist heute. Wir freuen uns auf den Vortrag des Vorsitzenden des DFB-Schiedsrichterausschusses, Herbert Fandl. Guten Tag, meine Damen und Herren. Schiedsrichter bei Trainern ist tatsächlich nicht immer etwas Gewöhnliches, sondern eher noch ungewöhnlich, aber wir arbeiten daran und deshalb finde ich die Einleitung so respektabel, dass wir sagen, gemeinsam müssen wir dafür sorgen, dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass innerhalb des Fußballs Schiedsrichter und Trainer öfter miteinander austauschen. Der Bereich, die Kommunikation, die Beziehung der Schiedsrichter zu den Trainern und der Trainer zu den Schiedsrichtern bedarf in der Tat in der heutigen Zeit einer besonderen Beleuchtung. Nicht zuletzt deshalb, weil natürlich die Leistungen im vergangenen, abgelaufenen Jahr unserer Schiedsrichter, und ich spreche jetzt von den Schiedsrichtern im Oberhaus in der Bundesliga, nicht gut waren. Das wissen wir, das wissen auch unsere Schiedsrichter, das wissen auch Sie. Natürlich ist das ein Element, ein Baustein, der dafür gesorgt hat, dass Emotionen mit hineinkamen und es schwierig machten, die Verbindung Schiedsrichter-Trainer aufrechtzuerhalten. Aber es ist nur ein Baustein. Ich meine, wir sind gut beraten, darüber hinauszuschauen und analytisch einmal zu überlegen, was ist zu tun, was müssen wir verändern. Denn eins steht fest aus meiner Sicht, der gesamte Fußball hat sich enorm entwickelt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Man hat alles getan für den Fußball in verschiedensten Bereichen, in den Trainerteams, in den physiotherapeutischen Maßnahmen. Man hat Experten hinzugenommen, um möglichst individuell auf einzelne Spiele eingehen zu können, etc. pp. Im Schiedsrichterbereich ist man dabei, jetzt ebenfalls dafür zu sorgen, dass auch dort Geld hineinkommt, um entsprechendes Fachpersonal, entsprechende Experten mit hineinzuziehen, um die Schiedsrichter professioneller, besser zu machen, mehr auf Augenhöhe mit dem jeweiligen Fußball zu bringen. All das wird getan. Es wird viel Geld investiert, viel Manpower, aber am Ende des Tages muss man feststellen, zum Stand jetzt, das Verhältnis Schiedsrichter-Trainer ist weiterhin amateurhaft. Wir sind reine Amateure von beiden Seiten, wenn wir diese Verbindung einmal überprüfen, einmal genauer hineinsehen und müssten uns eigentlich fragen, wie kann das uns passieren? Wir alle sind in einer Führungsaufgabe als Schiedsrichter, als Trainer und trotzdem ist uns dieses Thema schon seit Jahrzehnten verrutscht. Und wir haben es ein bisschen zur Seite geschoben und links liegen lassen. Und es wird dringend Zeit, dass wir dieses Thema auch im Zuge des ständigen Professionalisierens, der Modernisierung aller Bereiche endlich anpacken und auf vernünftige Beine stellen. Und dabei dürfen wir uns nicht abhalten lassen von denjenigen, die der Meinung sind, das gehört doch dazu. Es muss auch mal richtig krachen, weil am Ende des Tages gewinnt nur ein Bereich und das sind die Medien. Ein Trainer kann nichts gewinnen, wenn er öffentlich sich mit Schiedsrichtern streitet, wenn er über sie herzieht, wenn er auf sie losgeht medial. Und ein Schiedsrichter kann schon zweimal nichts gewinnen, wenn er darauf mit gleicher Münze zurückzahlt. Wir müssten professionell, intelligent genug sein, zu verstehen, dass wir in einer und derselben Firma arbeiten im Prinzip.
Und wir müssten auch erkennen, dass die Schiedsrichter enorme Anstrengungen unternehmen mittlerweile, um auf Augenhöhe zu kommen. Und wir dürften uns den Ast, auf dem wir beide sitzen, nicht einfach so selbst absägen. Wenn man nun den Konflikt versucht zu hinterfragen, man schaut mal hinein, bitte ich um Verständnis dafür, dass ich das aus meiner Sicht jetzt tue. Ich habe 20 Jahre im deutschen und internationalen Profifußball als Schiedsrichter gewirkt und jetzt die letzten 6 Jahre den deutschen Schiedsrichtern vorgestanden, dass ich eher einen Blick habe, wie es im professionellen Bereich aussieht zwischen Trainern, Schiedsrichtern und ansatzweise muss man auch die Manager ja ein Stück weit mit hineinnehmen, aber das wäre jetzt ein anderes Thema an dieser Stelle, dass ich eben nicht, und die Probleme sind ja durchaus verschieden, wenn man von der Kreisklasse bis rauf zur Bundesliga mal das Ganze analysiert, dann gibt es unterschiedliche Ansätze, mit dieser Thematik Schiedsrichter-Trainer einmal umzugehen. Gestatten Sie mir, dass ich aus der Sicht des Profifußballs einmal hineinschaue und wenn man das tut, wenn man anmaßt, bis vor wenigen Jahren hätte sich ein Schiedsrichter gar nicht anmaßen dürfen, dies zu analysieren und mal in einem solchen Podium auch auf den Tisch zu bringen. Deshalb bin ich so froh, dass wir so ein gutes Verhältnis haben, Herr Angartner. Seit vielen Jahren sind wir ja, im Austausch und immer bemüht darum, das Beste für den Fußball auch hier herauszuholen. Wenn man das aber dann tut, so wie ich das jetzt tun will, dann muss ich versuchen, mich in die Lage der jeweilig anderen Seite hineinzuversetzen. Dann registriere ich, was sagt ein Trainer zu unseren Schiedsrichtern im Profibereich? Was denkt er über die Arbeit der Schiedsrichter? Was meint er zu einigen Personen, die als Unparteiische im deutschen Fußball an vorderster Stelle stehen? Zuallererst würde mir auffallen von außen, er denkt, was sind das für Amateure? Sie haben doch mit Profifußball wenig zu tun. Sie sind auch nicht nah genug am Fußball. Dann würde ich es hinterfragen, haben diese Trainer vielleicht recht? Würde anmerken, und das bräuchte allein schon sehr viel Zeit, das hat sich in den letzten Jahren enorm verbessert, wenn auch vielleicht noch nicht weit genug. Und würde darum bitten, wenn das eure Meinung ist, dann helft gefälligst unseren Schiedsrichtern, näher ranzukommen. Weil wir sitzen im selben Boot und wir brauchen den Input unserer Trainer, die uns nicht in der Opposition gegenüberstehen sollen, sondern die mit uns gemeinsam für den Fußball das Beste entwickeln müssen. Sie amtieren überwiegend überheblich und arrogant. Ein Vorwurf, der mich verfolgt seit 35 Jahren, immer wieder. Ein Vorwurf, wie ich meine, den man so nicht stehen lassen kann. Wenn Sie in den Fußball hineinschauen heute, und ich brauche nur 2 Namen zu nennen, die Sie alle kennen, Peter Gagelmann und von mir aus Wolfgang Stark, dann müsste jeder von Ihnen erkennen, wie intensiv auch wir mit unseren Schiedsrichtern arbeiten, um sie kompatibel zu machen für modernen Profifußball. Es kann nicht sein, dass wir Schiedsrichter stehen lassen, da wo sie herkommen, sie nicht weiterentwickeln, während auf der anderen Seite der Fußball Fahrt aufnimmt, dynamisch nach vorne geht, die Schiedsrichter aber stehen bleiben. Das kann nicht unser Ziel sein. Und ich meine, an diesen beiden Beispielen müssten Sie erkennen, dass ein solcher Vorwurf eigentlich nicht generell mehr gelten kann. Schiedsrichter, das ist doch ein ganz abgeschotteter Haufen, die niemanden an sich heranlassen. Da ist keine Offenheit, da ist keine Transparenz. Und diesen Vorwurf meine ich, oder ich meine, dieser Vorwurf ist in Ansätzen berechtigt. Wir müssen uns hinterfragen und tun dies auch schon seit Jahren. Was können wir tun? Aber natürlich macht das jeder Bereich auch mit einer gewissen Vorsicht. Transparenz, Offenheit heißt, dass man das Vorgehen der Schiedsrichter, zum Beispiel für die Bundesliga vor einer Saison, noch offener auf den Tisch legt und rüberbringt in die Mannschaften, zu den Trainern. Da haben wir mit diesem Meeting vor der Saison, wo die Regelauslegung eben offengelegt wird, einen ersten Anfang. Ich meine und würde den Wunsch und den Impuls, den Sie, lieber Herr Angartner, schon mal im gegenseitigen Austausch auch geäußert haben, aufgreifen wollen. Wir müssen uns öfter sehen, auch vor einer Spielzeit, um transparent zu sagen, was sind die Notwendigkeiten für einen Schiedsrichter
jetzt zu Beginn der Saison, was ist die Meinung der Trainer und zu überlegen, wo wäre eine Möglichkeit, eventuell etwas zu übernehmen oder auch nicht. Weil vielfach ist es so, dass Regelauslegung, darauf will ich gleich nochmal zurückkommen, ja etwas ist, was international von der FIFA über die UEFA hinein zum DFB hinein weitergegeben wird und wir im Prinzip auch nicht sehr viel daran herumdoktern können und dürfen, sondern in Nuancen, und das könnte man in Absprache mit Trainern eventuell einleiten, hier ein wenig auch dort gemeinsam daran arbeiten. Schiedsrichter beharren immer auf ihrem Standpunkt. Man kann mit ihnen nicht reden. Es war immer in den letzten Jahren in der Führung unserer Schiedsrichter unter meiner Leitung ein Bestreben zu sagen, auch wenn es schwierig ist, öffnet euch. Ein Trainer oder ein Manager, der nach dem Spiel mit euch reden will, muss Gehör finden. Ihr müsst in der Lage sein, auch egal wie der Sturm tobt, egal wie ein Spiel letztendlich abgelaufen ist, nach dem Spiel, wenn alles zu Ende ist, ein vernünftiges Gespräch zu führen mit den Verantwortlichen der Mannschaften. Das ist ein Impuls, den wir unseren Schiedsrichtern geben und der gelten muss. Ein Schiedsrichter auf diesem Niveau muss in der Lage sein, auch nach dem Spiel den Dialog aufzunehmen. Während wir früher gesagt haben, da geht nichts mehr obendrauf, muss das heute anders sein. Unsere Schiedsrichter müssen anders vorgehen. Die Regelauslegung ist willkürlich. Ich habe dazu gerade schon zwei Sätze gesagt. Sie ist nicht willkürlich, sie ist vorgegeben aus den internationalen Gremien. Ich bin Mitglied der UEFA-Schiedsrichterkommission. Ich weiß, wie da gerungen wird um eine kompatible, praxisgerechte Regelauslegung. Da kommen dann auch irgendwann die Trainer hinzu. Colina ist Chef in der UEFA. Er spricht auch mit den Trainern in der UEFA darüber. Wie seht ihr das? Hier kommen wir nicht dran vorbei. Was könnten wir tun? Und ich weiß, dass das ein oder andere auch Eingang gefunden hat in die Regelauslegung, vor allen Dingen im Bereich des Abseits. Es würde zu weit führen, das im Einzelnen hier darzulegen. Und am Ende, der vierte Offizielle nimmt sich einfach zu wichtig. Dann habe ich all das, Vorurteile, Denke, Voreingenommenheit gegenüber Schiedsrichtern aus Sicht der Trainer, meine ich, zusammengefasst. Die vierten Offiziellen nehmen sich zu wichtig. Man versteht aber nicht, dass das junge Schiedsrichter überwiegend sind, die wir auf diesem Wege eigentlich behutsam heranführen wollen an diese Spielklassen. Da ist zwar schon mal ein alter Haudegen dabei, klar, aber meistens und oft sind es junge Leute, die am Spielfeldrand stehen, um zunächst einmal hineinzuschnuppern in diesen Bereich und entsprechend selbst vielleicht in ein oder zwei Jahren dort amtieren zu können. Dass diese Leute dann am Ende überfordert sind, wenn ein erfahrener Trainer einen vierten Offiziellen mal richtig attackiert oder ihn möglicherweise auch nutzt als Kommunikationsmittel zum Chef auf dem Platz oder zu sonst etwas, das liegt doch auf der Hand, dass diese Schiedsrichter, diese jungen Schiedsrichter dann eben überfordert sind. Was ist die Sicht der Schiedsrichter auf die Trainer? Trainer sind unkontrolliert. Sie sind unbeherrscht. Sie sind draußen nicht Herr ihrer Emotionen. Sie sind für ihre Mannschaft verantwortlich, aber sie wollen Chef auf dem Platz sein. Das ist das, was ich so ansatzweise von den Schiedsrichtern höre, die teils verwundert darüber sind, dass auch Trainer Menschen führen, also auch einen gewissen pädagogischen Ansatz hier haben müssen, sonst kann man heute nirgendwo in keiner Führungsposition in unserer Gesellschaft existieren. Menschen führen, aber auf der anderen Seite sich schwer tun in der Hitze des Gefechts, wenn es richtig um alles geht, ihre eigenen Emotionen, sich selbst ein Stück weit noch unter Kontrolle zu halten. Trainer wälzen die Schuld gerne sehr schnell zum Unparteiischen ab. Ein Vorwurf, den ich immer wieder bei unseren Schiedsrichtern höre, selbst wenn ein Spiel gut gelaufen ist, die Niederlage und eine Kleinigkeit reicht manchmal schon aus, um einfach mit einem einzelnen Satz nach einem Spiel die Analyse, die Schuld unmittelbar dem Schiedsrichter in die Schuhe zu schieben. Sie wissen, es wird sehr schnell aufgenommen, medial, sehr schnell macht es scheinbar Spaß, auch den Schiedsrichter mit entsprechend in den Mittelpunkt zu ziehen. Trainer sind dem Erfolg verpflichtet. Sie tun alles, um Erfolg zu haben. Sie lassen sich nicht von einem Schiedsrichter daran hindern. Ein interessanter Vorwurf, wie ich finde,
Weil Erfolg haben ist nichts Exklusives für Trainer, das wollen alle. Wer einen Job macht, egal in welcher Branche, der will Erfolg haben. Die Frage ist, gibt es gewisse Rahmenbedingungen, gibt es gewisse Grenzen, die wir in unseren Berufen und in unseren Berufungen einhalten müssen, weil es sonst nicht funktioniert. Trainer gehen taktisch vor. Sie nutzen die Atmosphäre eines Spiels, um Einfluss auf Schiedsrichter bewusst zu nehmen, indem sie Druck aufbauen. Sie heizen die Atmosphäre an, weil sie denken und hoffen, dass dieser Schiedsrichter irgendwann einknicken wird. Sie merken, Schiedsrichter haben ein Gespür für die Dinge, die während eines Spiels passieren. Trainer werden nach den Spielen, vor allen Dingen in den Medien, unverschämt und despektierlich. Und indem sie mich persönlich als Schiedsrichter angreifen, fällt es unseren Schiedsrichtern schwer, ein weiteres Mal zusammen mit diesen Trainern zu arbeiten. Jetzt dürfen Trainer nicht empfindlich sein. Genauso dürfen Schiedsrichter nicht empfindlich sein. Wenn man nun diese beiden Extrempositionen nebeneinander hält und einmal draufschaut, dann würde man meinen, das ist unversöhnlich. Wie kriegen wir das denn zusammen? Was müssen wir tun? Und ich meine, am Ende des Tages ist es der alte Schlüssel zu so vielen Dingen, die man zunächst nicht begreift, ist es das eigene Wissen. Es ist die Kompetenz. Das Wissen über den anderen Bereich muss besser, muss höher werden. Schiedsrichter müssen mehr wissen über die Arbeit eines Trainers. Sie müssen mehr wissen über die Denke im modernen Profifußball. Sie müssen mehr wissen über taktische Feinheiten, über Neuerungen, über das, was Trainer umtreibt, was sie mit ihren Spielern besprechen. Schiedsrichter müssen eingebunden sein in die Arbeit auch eines Trainers, um den Fußball zu verstehen. Wir müssen die Schiedsrichter näher heranziehen, damit sie dem Fußball helfen können und letztendlich auch ihrer Arbeit und der Arbeit ihrer Clubs. Auf der anderen Seite müssen sie aber auch ein Interesse haben für die Arbeit der Schiedsrichter. Wenn wir darüber diskutieren, dass wir uns mehrfach auch mal oder das ein oder andere Mal treffen wollen, manchmal ist ja auch eine Begegnung ohne irgendeinen fachlichen Input gut. Die sogenannte dritte Halbzeit kann eine gute Basis sein, wo man einfach mal Menschen kennenlernt. Es ist doch völlig klar, wenn ich jemanden kenne, fällt es mir doch viel schwerer, über ihn negativ zu reden, als wenn ich ihn überhaupt nicht kenne, sondern ihn nur vermute, wie er sein könnte, aufgrund seiner Art, Spiele zu leiten oder seiner Art, Mannschaften zu führen von außen. Diesen Schritt müssen wir in den nächsten Jahren gehen. Und wir sind in Deutschland niemand, der hinterher schauen sollte, wie es andere machen, sondern wir müssen vorneweg gehen. Wir müssen Vorbild sein und diesen neuen Podien gründen, wo Schiedsrichter und Trainer sich mehr austauschen. Der Respekt gegenüber dem anderen muss größer werden. Das Wissen, nur das Wissen schafft Akzeptanz. Und nur Akzeptanz lässt einen einigermaßen vernünftigen Arbeitsbereich entstehen, in dem wir beide arbeiten. Es ist nicht mehr fern, dass die Schiedsrichter ausschließlich Profischiedsrichter sein werden. Das sage ich nicht überall so deutlich. Aber wenn man die Strukturen und die Entwicklungen in den letzten Jahren sieht, auch im deutschen Schiedsrichterwesen an der Spitze, dann weiß man, das ist professionelle Arbeit mit den Schiedsrichtern, da ist jetzt nur noch der nächste Schritt schon bedeutet, da kann niemand mehr sonst etwas machen. Wenn ich sehe, wie ein Dr. Felix Brüsch, ein Dennis Eitekin, ein Felix Zweier, was die für einen Terminplan haben im Fußball, da ist sonst nichts mehr möglich. Wenn ich sehe, welchen Trainingsaufwand sie leisten müssen, um all das auf die Beine zu stellen, was verlangt wird, auch im internationalen und nationalen Fußball, dann weiß ich, dass das ein Job ist, der sie völlig vereinnahmt. Aber wir müssen das noch auf eine breitere Basis stellen. Die Professionalisierung muss weiter fortschreiten. Und deshalb, wir schauen nicht hinterher, wir müssen jetzt damit beginnen. Neue Wege heißt Information. Es darf kein Tabu mehr sein, das werde ich auch nach innen zu den Schiedsrichtern sagen, dass wir die Regelauslegung noch deutlicher, noch detailreicher vermitteln vor einer Spielzeit. Und es könnte zum Beispiel ein Bestreben sein, dass man vor einer neuen Saison zusammenkommt und diese Regelauslegung mit den Trainern, die daran eben
Spaß haben oder Zeit haben, teilzunehmen und mit den Schiedsrichtern, die dann auch die Möglichkeit haben, eben dort die Regelauslegung zu vertreten. Diese Regelauslegung mal in allen Bereichen vor der Saison ganz klar auf den Tisch zu legen. Wir hatten eine Begegnung vor 2 Jahre her in Frankfurt mit, wer war dabei, Möhlmann, Schaf und Hacking, meine ich, wo wir einfach, weil wir ewig auch im Schiedsrichter das Gefühl hatten, dass der Fußball, dass die Trainer uns Schiedsrichtern gar nicht zutrauen, dass wir dieses Rahmenkonstrukt, Regelauslegung mit unseren Schiedsrichtern besprechen und dies und jenes anzweifeln und anderer Meinung sind. Und wir haben einfach mal Szenen zusammengestellt aus dem Bereich der Regelauslegung. Ich meine, wir hatten den Bereich Handspiel, wir hatten den Bereich Strafstoß und so weiter, haben 25, 30, 35 Szenen zu jedem Bereich zusammengestellt und haben gesagt, wir spielen die Szenen vor, ihr schreibt eure Meinung auf. Ist das Strafstoß ja oder nein? Ist das Handspiel ja oder nein? Und am Ende des Tages hatten wir eine 99%ige Übereinstimmung dieser Situationen, was uns zeigt, dass wir mehr Verständnis füreinander aufbringen müssen. Wir müssen mehr informieren, mehr miteinander sprechen. Wir müssen transparent offenlegen und wir müssen die Meinungen der Trainer mit hineinnehmen in die Arbeit mit den Schiedsrichtern. Und zu sagen, dafür haben wir keine Zeit, dürfen wir nicht gelten lassen, Herr Angartner. Wir behalten die Übersicht. Wir sind nicht direkt involviert in dieses Spiel, das dann schon mal hochkocht und einem schon mal den Atem nimmt. Das wissen wir alle. Das gehört mit dazu. Aber es braucht dringend Menschen in beiden Bereichen, weil auch der mediale Anteil so stark geworden ist in den letzten Jahren und das wird sicherlich weitergehen, dass es Menschen braucht, die nüchtern und klar analysieren und über die Dinge mit drüber schauen. Und dass wir gemeinsam mithelfen, da wo es Probleme gibt, sie möglichst zügig auch entsprechend anzusprechen. Dieser Kommunikationsweg, der intensiviert werden muss aus unserer Sicht, so sage ich das jetzt mal und nehme Sie dann quasi gedanklich mit in den Arm, Herr Angartner. Dieser Kommunikationsweg darf nicht über die Medien gehen. Das Schlimmste, was ich als Schiedsrichter früher oder empfunden habe bei meinen Spielleitungen, war immer das verbale Nachtreten. Es war nicht, dass jemand in die Kabine kam und hat zu mir gesagt, du hast eine verdammte Scheiße heute gepfiffen. Ich sage es mal so deutlich, wie es in der Fußballsprache schon mal ist. Das habe ich aushalten können. Mit der entsprechenden Antwort natürlich. Aber wenn es dann über die Medien plötzlich kam und persönlich wurde, despektierlich persönlich, dafür hatte ich kein Verständnis. Ich muss auch gestehen, es ist schwierig, Menschen wieder zu begegnen, die es wagen, öffentlich über dich als Mensch herzuziehen. Aber ich habe kein Problem damit, Emotionen zuzulassen, auch mal eine Attacke zuzulassen. Das muss man aushalten während der 90 Minuten oder auch unmittelbar danach. Aber nicht über die Medien. Das ist unfair, weil ein Schiedsrichter niemals über die Medien kommunizieren kann. Er muss es über sich ergehen lassen. Und man braucht nicht viel über Psychologie zu kennen, um zu wissen, dass so etwas Narben hinterlässt, die nicht gut sind für die Arbeit auf beiden Seiten. Die Medien spielen uns in manchen Bereichen aus. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Die schnelle Frage nach dem Spiel zu einem aufgebrachten Trainer, einem aufgebrachten Co-Trainer oder Manager oder Spieler, geschickt eingefädelt, bringt genau dieses Ergebnis. Es wird diese Aussage geben, die anschließend durch alle Zeitungen mit großer Headline gehen wird, die aber nicht hilfreich ist für das Miteinander, die auch nicht hilfreich ist für die zukünftige Arbeit. Noch einmal, wir brauchen einen gemeinsamen Austausch. Angeregt war auch schon mal eine Art Workshop, das weiß ich, Herr Angartner. Genau so etwas brauchen wir, wo man auch vielleicht abends schon mal ein Gespräch, ein privates, ein persönliches Gespräch führen kann mit einem Trainer, wo die Schiedsrichter vielleicht ein Stück weit auch den Mensch mal kennenlernen, Trainer und umgekehrt, und man sehr schnell begreift, dass das Fachleute sein müssen, sonst würden sie nicht auf dieser Ebene miteinander in der gleichen Firma entsprechend arbeiten. Deshalb mein Impuls in die Schiedsrichterei hinein wird sein, lasst uns Trainerarbeit mit hineinnehmen in die Schiedsrichterausbildung. An der Spitze, nur dafür kann ich im Moment sprechen.
Lasst uns Trainer einladen in die Schiedsrichterlehrgänge hinein. Und wenn es nur für eine Stunde oder anderthalb ist, referieren über neue, moderne Trainingsmethoden, über das, was sie umtreibt. Auch mal das loswerden, was sie an Negativen auf der Seele haben, was Schiedsrichter möglicherweise nicht im Griff hatten etc., sodass es mal auf den Tisch kommt und nicht über die Medien kommuniziert werden muss. Und nehmt in ihre Tagungen auch schon mal den ein oder anderen Spitzenschiedsrichter mit hinein, weil es Verständnis schafft. Sehr schnell werden wir merken, dass dort Menschen auf gleicher Wellenlänge arbeiten, mit Verständnis füreinander, und Probleme könnten eine andere Wendung nehmen, in jedem Falle nicht über die Medien. Ich will jetzt hier keinen Vortrag alleine halten, sondern wir waren uns einig darüber, dass wir übergehen in einen Dialog, wie auch immer geartet, dass Sie das Ganze moderieren, und würde mich freuen, wenn ich durch die wenigen Sätze jetzt Sie angeregt hätte zu einer Art Diskussion, zu einer Fragerunde und vielleicht der ein oder andere Input zu diesem Thema auch von Ihnen passieren könnte. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.